Hallo und herzlich willkommen bei den Papierverrückten. Ich bin's, die Christina, und ich habe euch in einem der vergangenen Action Halls diese Kugelschreiber hier vorgestellt, die ich richtig, richtig, richtig schön finde. Vor allem in diesen frühlingshaften rosa-grüntönen. Und die möchte ich heute schöner verpacken. Einige von euch haben sich das auch in den Kommentaren gewünscht. Deshalb habe ich mich hingesetzt und habe ein bisschen was getüftelt. Und ich zeige euch mal ganz kurz einen halben Prototypen, den ich schon mal gemacht habe. Und zwar ist das jetzt hier für 3 Kugelschreiber. Da kommt natürlich nachher noch eine Banderole drumherum. Und ihr könnt vielleicht hier schon sehen, dass ich hier ein paar kleine Fehler gemacht habe bei der Berechnung meiner Verpackung. Deshalb möchte ich mit euch gemeinsam nochmal Schritt für Schritt durchgehen, wie ihr denn so eine Verpackung hier planen könnt, wo hier die, die Schwachstellen liegen, die man auf jeden Fall bei der Planung berücksichtigen muss, wie man das Ganze vermisst und so weiter und so fort, damit euch dieser Fehler nicht passiert wie mir. Ja, also peinlich, peinlich. Also ich habe es dann erst zu spät gemerkt. Ne? Sagen wir es mal so. Ich nehme euch jetzt bei der Planung mit und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ich möchte, wie gesagt, hier 3 dieser Kugelschreiber verpacken. Das heißt, ich nehme mir jetzt erstmal hier einen Kugelschreiber raus und vermesse mir den Kugelschreiber. Das sind 14 cm ganz genau. Das heißt, 14 cm merken wir uns schon mal. Dann muss meine Verpackung ein paar Millimeter größer sein. Ich schätze mal dann so 14,2, 14,3. Dann packe ich den jetzt wieder da rein, weil die hier schon so schön kompakt zusammenliegen. Und da ich ja jetzt 3 Kugelschreiber verpacken möchte, messe ich mir hier mal aus, wie breit denn die 3 Kugelschreiber sind. Das wäre jetzt in meinem Fall ungefähr so 3,5 cm. Das merken wir uns auch. Also 14,2 mal 3,5 cm. Ich brauche immer ein bisschen Luft, ne? Einfach, damit es einfach, ja. Es wird nicht wahnsinnig wackeln, aber zu eng darf es natürlich auch nicht sein. So. Dann habe ich ja hier schon diese Verpackung. Das ist ganz praktisch. Das heißt, ich kann mir jetzt hier einfach noch die Höhe messen. Das wären jetzt 1,5 cm. Das kann ich einfach so übernehmen. Und wenn ich mir diese 3 Zahlen gemerkt habe, dann nehme ich mir jetzt einfach hier ein Stück kariertes Papier. Ich habe hier natürlich auch noch meinen Prototypen hier liegen. Und jetzt gucke ich einfach mal und zeichne mir mal ein, so ganz grob, wie das sein soll. Also ich habe jetzt hier dieses Mittelstück, ne, das hat jetzt die Maße 14,2. Und wenn ihr da jetzt keine 3 Kugelschreiber nehmen wollt, sondern nur 2 oder nur einen, dann müsst ihr halt einfach hier das dementsprechend dann auch natürlich anpassen. So, jetzt habe ich gesagt, dass hier ich eine Höhe von 1,5 haben möchte. Da ich jetzt hier diese Stabilisatoren links und rechts habe, die quadratisch sind, muss ich mir hier auf jeden Fall das ist schon mal die Höhe, ne? Das ist diese Seite hier. Das sind 1,5 cm. Und ich klappe es mal aus. Ich mache das hier mal weg,
dann könnt ihr das besser sehen. Also da fehlt einfach die Klebelasche. Das war einfach dumm und dämlich, das zu vergessen. Aber ich denke mir immer, anhand eines Fehlers ist es vielleicht auch manchmal ganz gut zu sehen, dass das auch anderen Bastlern passiert. So, jetzt ist es natürlich hier festgeklebt, aber ihr könnt hier sehen, also wir haben jetzt hier einmal diese Seite schon. Wir brauchen sie nochmal. Nochmal und hier unten nochmal. Das heißt insgesamt viermal. Ups, jetzt habe ich eins zu weit gezeichnet. Den Strich vergessen wir mal erstmal. Ja, also ich habe jetzt hier jeweils 1,5 cm. So, und diese Lasche hier, die klebe ich ja quasi dann hier auf meine Grundfläche auf. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall, das hier wird dann meine Klebeseite, 1,5 cm rechnen. 1,5 cm auf der einen Seite, das ist dieses Stück hier, und 1,5 auf der anderen Seite. Und dann kommen hier noch die 3,5 cm von meinen Kugelschreibern dazu. Das heißt, ich muss hier jetzt eine Fläche von 6,5 cm rechnen. Das ist jetzt natürlich nicht im Maßstab, sondern das ist jetzt hier nur eingezeichnet. So grob, ne? Also ausmessen müsst ihr es dann natürlich selber. Aber das hier sind jetzt wieder meine 1,5 cm. Das ist die Klebefläche, die hier eingenommen wird. Und das hier sind die 3,5 cm von meinem Kugelschreiber. Plus 1,5 Klebefläche. Und 1,5 cm Klebefläche auf der anderen Seite. Ich mache es jetzt mal so. Und das hier sind die 3,5 cm Kugelschreiber. Das gleiche muss ich jetzt natürlich auf der Seite auch übertragen. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4. Teile, ne? So. Die auch wieder 1,5 cm sind. Und jetzt brauche ich ja hier noch diese Lasche, die die ganze Box hier auf dieser Seite verschließt. Hier habe ich natürlich auch wieder meine 1,5 cm. Das muss ja die gleiche Höhe haben wie diese Seite hier auch. Und damit das schön aussieht, habe ich das Ganze jetzt doppelt genommen und einmal noch eingeschlagen. Dann habt ihr einfach einen schöneren Abschluss. Das heißt, ich nehme mir das Ganze hier zweimal. Also hier 1,5 cm und hier 1,5 cm, sodass sie hier auf 3 cm kommt. Das gleiche hier oben natürlich auch. Und jetzt ist ja unser Papier nicht sofort zugeschnitten, sondern wir müssen hier natürlich auch erstmal noch unser Papier sozusagen auffüllen. So, und jetzt habe ich hier natürlich noch die Falzen, die ich mit dem Falzbrett gezogen habe. Und hier auch. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Klebelaschen. Das ist ganz arg wichtig. Ich habe ja gesagt, dieses obere Ding hier, das schlagen wir ein. Das heißt, das hier links und rechts werden meine Klebelaschen, mit denen ich hier die Verbindung schaffe von diesem Teil zu diesem Teil. Ich weiß nicht, hier kann man es, hier habe ich es gemacht. Hier kann man es sehen, da habe ich das gut versteckt. Ne?
Also muss ich hier nachher, ich nehme mal eine andere Farbe. Alles, was ich jetzt hier rosa markiere, muss ich wegschneiden. Und das natürlich hier unten auch. Na, also das hier wird weggeschnitten und das hier wird weggeschnitten. Und dann können wir uns nachher noch Klebelaschen anschrägen. Aber das zeige ich euch dann, wenn wir das Ganze zuschneiden. Jetzt noch ganz kurz die Maße. Wir haben hier 14,2 cm und müssen jeweils hier 3 cm dazu rechnen. Das heißt, wir wären bei 20,2 cm. Und wir wären dann hier bei 6 cm. 6 cm gibt 12, 12 und 3 cm sind 15 und hier die 3,5 cm noch dazu, wären wir bei 18,5 cm. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein Papier zuschneiden mit 18,5 cm mal 20,2 cm. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir unsere Box dann tatsächlich basteln. Dann wollen wir mal den Plan auch in die Tat umsetzen. Ich nehme jetzt hier mein Stück zugeschnittenes Papier und lege es bei 18,5 cm an, sodass ich jetzt die senkrechten Linien einmal runterfalze. Und zwar bei 1,5 cm, bei 3 cm, bei 4,5 cm und bei 6 cm. Dann drehe ich mir das Papier einmal rum und mache das gleiche auf der anderen Seite ebenso. Also bei 1,5, 3, 4,5 und 6 cm. Das geht eigentlich relativ flugs. Dann lege ich oder drehe ich mir jetzt mein Papier und lege es mit den 20,2 cm an und falze jetzt hier bei 1,5 und bei 3 cm. Und dann drehe ich mir es nochmal komplett um und mache das auf der gegenüberliegenden Seite auch, sodass ich jetzt die waagerechten Falzen gemacht habe. Und jetzt zeichne ich euch einfach hier nochmal genau das ein, was wir hier in unserem Plan stehen haben, sodass ihr genau seht, was jetzt hier weggeschnitten werden kann. Und ich denke jetzt auch noch gar nicht an die Klebelaschen, sondern ich schneide jetzt nur erstmal das ab, was wegkommt. Dann habe ich es einfacher, dann verschneide ich mich auch nicht. Und wenn man sich das so ein bisschen einzeichnet, dann ist es eigentlich total easy. Dann sieht man ja dann auch nochmal im Plan, wenn man den so vor sich liegen hat, was genau wegkommt. Da kann ja nichts mehr schief gehen. So, und jetzt schneide ich quasi meine Klebelaschen ein. Und zwar nur bis zur ersten Falz und nicht weiter. Das mache ich jetzt auf allen Seiten. Und jetzt schräge ich mir die so ganz leicht an. Ja, also nicht zu schräg, sondern nur ganz leicht anschrägen. Dann habe ich das nachher einfacher beim Kleben. Und schon kann ich mit meinem Falzbein jetzt hier einmal alles schön nachziehen. Wenn ihr kein Falzbein habt, da kann ich euch auch ein Video von mir verlinken, was ihr alternativ nehmen könnt. Oder wenn ihr Bastelanfänger seid,
Auch dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt. Und jetzt falze ich mir das auf jeden Fall schon mal hier hin und lege mir das schon mal so ein bisschen zurecht, damit ich auch weiß, ob auch alles passt. Bei Verpackungen bin ich immer so ein bisschen so ein Chaot. Und dann übersehe ich dann doch was, aber in diesem Fall hat es gestimmt. Und jetzt nehme ich mir so doppelseitiges Klebeband. Das ist da eigentlich ganz praktisch. Ihr könntet aber auch theoretisch einen Flüssigkleber nehmen. So geht es halt ein klein bisschen schneller. Und jetzt befestige ich an meine Klebelaschen erstmal ein kleines Stückchen von dem doppelseitigen Klebeband. Das mache ich auf beiden Seiten. Und da muss ich mir nämlich nur noch die Schutzfolie abziehen und das haftet dann schon am Papier. So, jetzt wird das ganz geknickt und ordentlich Falz auf Falz gelegt, beziehungsweise Kante auf Kante. Und das Grundgerüst steht jetzt. Jetzt muss ich nur noch die Teile einklappen. Da kann man sich überlegen, ob man jetzt da unten noch mal einen Streifen doppelseitiges Klebeband anbringen möchte oder nicht. Ich mache es jetzt in dem Fall, damit es einfach ein bisschen besser hält, aber auch nicht vollflächig, sondern dass es eben nicht so rumwackelt. Aber das ist einfach optional und muss nicht zwangsläufig auch noch festgeklebt werden. So, und mein Unterteil ist jetzt sozusagen schon fertig. Jetzt kann ich mir meine Stifte aus der alten Verpackung rausnehmen und ihr seht jetzt gleich, das passt wunderbar hinein. Drei Stifte, jeweils ein Farbton. Jetzt soll da natürlich auch noch eine Banderole drumherum kommen. Da habe ich mir jetzt einfach ein Papier zugeschnitten, das auf jeden Fall hier eine Länge von 14,3 cm hat. Das ist 1 mm mehr wie meine Box. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Müh, ne? Aber dann habe ich einfach, falls ich doch nicht ganz sauber gearbeitet habe, dann noch ein bisschen, sage ich mal, Puffer. Und da müsst ihr einfach schauen, wie lang das Ganze ist. Das habe ich jetzt Pi mal Daumen genommen. Das sind jetzt bei mir hier 24 cm. Aber wenn ihr euch das ausrechnet, das ist ja 6,5 in der Breite ungefähr jetzt. Ein bisschen mehr. 6,7 jetzt einfach durchs Kleben. Na, man kann es aber auch noch ein bisschen quetschen, aber 6,7 cm. Wenn ihr das mal 2 nehmt, dann und dann noch die zwei Seiten hier mit 1,5 cm dazu rechnet, dann kriegt ihr auch ungefähr die Maße von eurer Banderole raus. Ich mache es wie gesagt Pi mal Daumen und wickelt es dann einfach rum. Und dann müsst ihr natürlich auch noch beachten, dass ihr eine Klebelasche mit einrechnet. So. Ich lege das Ganze jetzt hier einmal rum. Jetzt muss ich gerade nur überlegen. Wir packen es jetzt einfach mal so ein. Und da falze ich jetzt auch nicht lang, sondern ich lege mir das einfach erstmal nur mal an. Und dann drücke ich mir das so ein bisschen hoch. Soll ja auch noch ein bisschen Luft und Spielraum haben. Und dann lege ich mir das hier einfach an. Ich glaube, wir machen es erst so, weil das ist jetzt hier eine unschöne Seite. So, dann knicke ich mir das. Ich tue den Kugelschreiber nochmal raus. Dann knicke ich es mir hier mal hoch. So. Und jetzt habt ihr theoretisch schon hier das Ganze, das heißt, ich kann mir das jetzt hier einmal abschneiden. Ich mache es mal hier so ganz grob. Und das ist jetzt wirklich Augenmaß.
geht natürlich auch immer schneller. So. Jetzt nehme ich mir nochmal mein doppelseitiges Klebeband. Das befestige ich mir einmal hier in der Innenseite. So, also ja, so zusammenhalten. Und hier ebenso. Dass ihr hier jetzt den Verschluss habt. Dann lege ich mir meine Box einfach rein. Ziehe mir hier die Trägerfolie überall ab. Und kann mir das schon mal hier jetzt zukleben. Jetzt ist das natürlich die schöne Seite vorne. Das heißt, ich kann mir das jetzt hier einfach hier einmal umdrehen. Und schon ist die Box fertig. Ich lege mir hier jetzt meine Kugelschreiber nochmal rein. So, und wer jetzt mag, kann hier natürlich noch einen kleinen Eingriff sich noch ausstanzen. Ich habe jetzt hier so eine kleine 1,5 Inch Stanze. Ein halber Inch. Da könnte man jetzt hier noch reingehen und hier so einen klitzekleinen Einschub ausstanzen. Dann kommt man besser ran. Und zum Verzieren eignet sich eben super Papier, das jetzt für Scrapbooking oder so zum Beispiel ein bisschen zu wild ist. Ich nehme mir da jetzt einfach aus diesem My Garden is My Happy Place einmal ein Papier, das mir jetzt nicht ganz so zusagt. Und habe jetzt hier dann auch noch aus diesem wunderschönen Stempelset mir einen Stempel rausgesucht. Da finde ich, sieht die Blume sehr ähnlich aus wie auf dem Papier. Und ich versuche jetzt auch ein bisschen in dem Farbschema zu bleiben. Und jetzt schneide ich mir das einfach einmal händisch aus. Das wird jetzt einfach hier einmal dann auf meine zwei Aufleger sozusagen nochmal draufgeklebt. Einfach, dass da noch ein bisschen so ein Schmuckelement da ist. Und dann habe ich mir aus einem neuen Stempelset, das ich mir von Ina ausgeliehen habe, noch einen Spruch genommen, nämlich eine kleine farbenfrohe Freude für dich. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt kommen, soviel ich weiß, noch ein paar Nouveau Drops dazu. Das sind einfach so flüssige Halbperlen. Die bringe ich einfach so ein bisschen locker flockig ums Motiv herum an. Und jetzt schüttel ich nochmal kräftig, damit auch die Perlen schön rund werden. Und fertig ist meine Kugelschreiberverpackung. Ich freue mich schon, diese Verpackung zu verschenken, und schaut euch an, das Motiv ist echt schön geworden. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüss, eure Christina.